Ich möchte jetzt einmal zeigen, wie man einen Zahlenstrahl zeichnet. Als erstes lasse ich mir die Gitternetzlinie anzeigen und zeichne dann einmal hier eine Markierungslinie. Die mache ich wieder schwarz und dreiviertel dick. Und dann zeichne ich noch eine zweite, ebenso schwarz und dann dreiviertel dick. Und darunter zeichne ich jetzt ein Textfeld. Das mache ich 1 cm breit, mittig dann darunter. Und dann füge ich hier einmal ein Text hinzu. Das sieht noch nicht so gut aus, deswegen kann ich hier jetzt erstmal sagen, dass das mittig gestaltet werden soll. Unter Start sage ich mittig. Und damit ich hier auch solche Sachen wie eine 1000 oder andere größere Zahlen schreiben kann, erweitere ich oder beziehungsweise ändere ich dieses Textfeld ein wenig ab. Und zwar sage ich, dass hier die Ränder weg sollen. Nach oben und nach unten. Dann kann ich da ein bisschen besser mit agieren. Und jetzt möchte ich noch, dass die Linie hier verschwindet. Die setze ich einfach auf weiß. Jetzt kann ich das Ganze gruppieren. Ich markiere mal alles. Jetzt sind die Linien nicht mit dabei. Hier rauf, Steuerung drücken, zack, ist das markiert. Und hier auch. Und dann gruppiere ich das Ganze. Und jetzt habe ich eine super Grundlage, eine Vorlage, um dann meinen Zahlenstrahl zu gestalten. Ich nehme dieses Stück und dupliziere das einfach mit der Steuerungstaste. Schiebe das hier vorne hin. Passe das dann an. Und das mache ich mehrfach, je nachdem, wie groß mein Zahlenstrahl werden soll. Mit den Cursor-Tasten kann ich das dann wieder entsprechend verschieben. Ich mache den mal bis 5 und dann kann ich ganz schnell hier dann entsprechend die Zahlen reinschreiben. Hier mache ich dann die 2, die 3 und hier die 4. Gut, die 5 lasse ich jetzt mal weg. Und dann zeichne ich noch als letztes einen kleinen Pfeil dazu. Den mache ich auch in schwarz und auch in Dreiviertel und ziehe den mal ein bisschen nach links. Und dann sieht das so aus, als wenn der Zahlenstrahl hier abschließt, noch ein wenig weiter nach links. Und ich kann das gesamte Gebilde dann auch einmal gruppieren. Und wenn ich will, kann ich das auch bei mir in den Building Blocks hier abspeichern als Zahlenstrahl und achte darauf, wieder normal anzuwählen. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.